Die Kreisfläche lässt sich mit ganz einfachen Formeln berechnen. Die Formel lautet entweder a eines Kreises, das ist ein kleiner Index, kr, ne? A Kreis ist entweder Pi mal r Quadrat, der Radius, Radius kommt von Strahlen, der Strahl geht also bis an den Rand, überall hin. Der ist also nur halb so groß wie der Durchmesser, deswegen heißt diese Formel, die ist leichter, Pi mal r Quadrat. Man darf bloß nicht vergessen, dass r nur die Hälfte des Durchmessers ist und dementsprechend manchmal erst umgerechnet werden muss. Oder man nimmt gleich die ein bisschen schwierig erscheinendere Formel, die ist aber auch nicht schwer, wenn man einen Taschenrechner hat, geht das leicht. Und wenn man sauber schreibt und sagt, a Kreis ist genauso Pi durch 4 mal d Quadrat, geht ganz genauso. Weshalb die Zahl Pi 3,14 ungefähr ist, obwohl das praktisch ausreichend ist, 3,14, die sogenannte Kreiszahl und so weiter, und wie das im Einzelnen richtig berechnet wird, Aufgaben mit Lösungen und so weiter, das alles, das wird dann in meinem Unterricht erklärt und ich werde dann hier einen Link anfügen und in dem Link seht ihr dann automatisch genau die richtige Stelle im Unterricht. Also ihr braucht nicht hin und her zu spulen, sodass ihr genau an die richtige Stelle kommt und eigentlich müsstet ihr es dann auch verstehen, so wie alle anderen auch. Na denn, ich wünsche viel Freude beim Verstehen. Tschüss, bis zum Unterricht.